Gehörst du auch zu denen, die sagen, eine iPad-Lösung ist zwar gut und schön, aber ich brauche richtige Controls, ich brauche die Haptik. Dafür habe ich eine Lösung. Und die heißt MIDI. Und im heutigen Tutorial will ich dir vorstellen, wie du mit einem MIDI-Controller die StageLight-App steuern kannst. Also, wir gehen in den Settings-Bereich. Hier sehen wir jetzt schon, hier gibt es die Section MIDI, die ist aber deaktiviert. Und das liegt daran, weil wir für MIDI einen In-App-Käufer brauchen. Und wir brauchen dafür mindestens das Premium-L-Paket. Ab da aufwärts haben alle MIDI drin, aber im S-Paket und in einem freien Modell ist kein MIDI vorhanden. Da habe ich aber einen Tipp für dich. Aktuell in der Weihnachtszeit sind ganz viele Angebote und da würde ich dir empfehlen, guck einfach mal regelmäßig auf meine Social Media Kanäle. Vielleicht kannst du da ein relativ günstiges Angebot bekommen, um MIDI nutzen zu können. Ich habe das bereits gekauft, darum aktualisiere ich jetzt meine Käufe wieder. Und wenn wir jetzt hier reingehen, sehe ich, dass MIDI freigegeben ist. Und ich kann MIDI aktivieren und mich mit meinem MIDI-Controller verbinden. Wenn ich jetzt zurücksehe, sehe ich auch, ich bin mit meinem MIDI-Controller verbunden, ne, und kann den dann wie folgt konfigurieren. Ich habe hier eine ganze, also eine, aktuell noch eine kleine Liste von Aktionen, die ich machen kann. Das wären deutlich mehr, wenn ich mehr Inhalt in der App habe. Aktuell ist die App komplett leer, das heißt, ich habe keinen einzigen Scheinwerfer gepatcht, ich habe keine Cues. Um das jetzt etwas schneller zu machen, importiere ich jetzt mal das File von letzter Woche. Ich tue das jetzt mal über AirDrop. Dazu mache ich nochmal ein eigenständiges Tutorial, wie wir Daten in StageLight exportieren können und Daten importieren können. So, ich habe jetzt den Import gestartet und importiere die Datei. Und jetzt haben wir wieder das Setup von dem letzten Tutorial zu dem Thema Cues, wo ich auf der ersten Seite meine 8 Scheinwerfer habe, von der Backline, dann die jeweiligen Gruppen und zum Schluss die Cues. Und wenn ich das jetzt mit MIDI nutzen möchte, gehe ich wieder in die Settings, in den MIDI-Bereich. Klicke auf Editieren und sage zum Beispiel, ich möchte den Masterfader nehmen und dann Augenblick, ich muss mal kurz die Ansicht wechseln. So, jetzt seht ihr auch meinen MIDI-Controller. Also, ich aktiviere den Masterbereich hier in StageLight und dann fade ich einfach den Fader. Und wir sehen, automatisch wurde der Masterfader jetzt an dieses Control gebunden und wenn ich hier in der App wenn ich auf dem Controller hin und her schiebe, schiebt sich das auch in der StageLight-App. Und das kann ich jetzt für alle möglichen Events oder also für alle möglichen Sachen machen. Zum Beispiel kann ich den Sequencer Start und Stop steuern. Oder ich kann zum Beispiel vom Sequencer den Speed einstellen. Also drehe ich auch wieder einen Knopf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal in den Sequencer schnell springe, aber auch über den Sequencer machen wir nochmal ein eigenständiges Tutorial, nur mal kurz, um hier zu zeigen, wie das geht. Na, wenn ich jetzt hier an dem Drehregler drehe, seht ihr, wie sich die PPM verändert. Wir machen das jetzt mal für ein paar Cues, fügen wir das mal hinzu. Also Settings, MIDI. Und dann nehmen wir uns mal die Q1, legen wir auf den ersten Fader, Q2 auf den zweiten Fader, Q. Wir hatten ja dann die Besonderheit gehabt, dass wir die Q6 war, jetzt die Frontlines. Und dann hat man noch drei Qs gehabt für Gobo Position und Strobeffekt. Ja. 4, 5 und 6. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die MIDI-Ansicht gehen, sieht man auch,
dass ich quasi mit dem Bewegen das verändert. Wir haben jetzt hier, was ihr jetzt seht in dem Video, einen kleinen Versatz zwischen dem Control, was ich schiebe, und was ihr jetzt seht auf dem Bildschirm. Das liegt aber daran, dass ich das iPad-Display spiegle über Apple TV, über Wi-Fi, und das ist ein bisschen langsam hier. Das klappt nicht synchron. Also auf meinem iPad selber ist das wirklich in Echtzeit, so wie ich an dem Control schiebe, schiebt sich auch das Control, verändert sich das Control in Stage Light. So. Ja. Hier kann man quasi jetzt die ganzen Regler einschieben. Oder eben den Master Fader. Das gleiche sehen wir auch, wenn wir in der Q-Ansicht sind, dass ich die Qs verändern kann. Das war's zum Thema MIDI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Like. In dem nächsten Tutorial geht es um den Import und Export. Also, bis dahin, ciao, ciao.